Hallo zusammen. Wir vom Familienzentrum möchten euch heute eine schöne Beschäftigung mit euren Kindern zeigen. Und zwar könnt ihr mit ganz wenig Aufwand und ganz wenig Zutaten Vogelfutter herstellen. Was natürlich sehr gut ist, gerade weil unsere Vögel im Garten finden ja nichts bei dem vielen Schnee. Ihr benötigt Folgendes. Kokosfett, könnt aber auch Butterschmalz oder Schweineschmalz nehmen, Erdnussbutter, Vogelfutter, dann solche Papierrollen oder Klopapierrollen, Ausstechformen und Frischhaltefolie. Nicht die Unterlage vergessen und am besten Staubsauger bereitstellen, weil es fällt immer mal was runter. Die erste Variante, die wir zeigen, sind die Erdnussbutter-Futterrollen. Zuerst muss man die Papierrolle von außen mit Erdnussbutter bestreichen. Das können die Kleinen auch schon ganz gut und die Größeren sowieso. Die brauchen da keine Hilfe mehr, möchten sie auch gar nicht. Wenn ihr das dann außen bestrichen habt, müsst ihr das Vogelfutter dann da drauf streuen. Das ist natürlich auch eine schöne Wahrnehmungserfahrung für die Kinder, weil wann fasst man denn mal in so einen großen Eimer oder Schüssel mit Vogelfutter? Ist auch gut für die Feinmotorik, wenn man zum Beispiel bloß einzelne kleine Körnchen nimmt. Und es macht auf jeden Fall viel Spaß. Auch einfach mal bloß fühlen lassen. Wie fühlt sich das an? Wie fallen sie runter? Und schon sind die Rollen fertig. So schnell geht's. Damit man die ganzen Rollen dann auch gut aufhängen kann, einfach so ein Juteband durchfädeln und oben zusammenknoten. Kommen wir zur zweiten Variante. Das ist ein energiereiches Vogelfutter, Fett- bzw. Weichfutter. Als erstes müsst ihr das Kokosfett oder Butterschmalz ähnliches schmelzen bei niedriger Temperatur, weil sonst besteht Verbrennungsgefahr. Dann mischt ihr das Ganze mit den Körnern, Nüssen, Rosinen oder was auch immer und dabei darauf achten, dass es ein Teil Fett und ungefähr zwei Teile Körner sind. Diese ganze Mischung packt ihr dann in die Ausstechförmchen, die ihr unten schön mit Frischhaltefolie abgeklebt oder abgesichert habt. Und dann kommt das Ganze rein. Und dann seid ihr eigentlich schon wieder fast fertig. Wie man sehen kann, die Kinder haben natürlich auch Freude daran. Machen ja bei allem sehr gerne mit. Hier ist ein Bild von unseren verschiedenen Förmchen. Hat auch alles gut geklappt und am Ende hatten wir noch ein bisschen Masse übrig und das habe ich dann einfach in ein ausgedientes Milchkännchen gefüllt und einen Stock reingesteckt. Jetzt kommt noch die Kombinationsvariante, die Erdnussbutter-Futterrolle mit Fettfutterfüllung. Man geht vor wie bei dem ersten Schritt, also die Papierrolle außen mit Erdnussbutter bestreichen und dann diese Körner drauf streuen und dann in die Mitte eine kleine Papierrolle oder einen anderen Platzhalter reinsetzen. Da fädelt man dann den Faden zum Aufhängen durch. So kann man es auch noch mal ganz gut sehen. Und dann füllt man diese Fett-Körner-Mischung außen ein. Und wer genau aufpasst, dem fällt vielleicht ein Fehler auf, der uns hier passiert ist. Ist nicht so gut. Darf man das essen? Wir haben nämlich vergessen, unten die Folie drum zu wickeln. Das heißt, das ganze Kokosfett ist größtenteils unten gleich wieder rausgelaufen. Aber macht uns nicht diesen Fehler nach und macht es am besten gleich richtig. Also unten schön mit Folie abdichten. Und wie man hier hinten sehen kann, ist es ja trotzdem noch fest geworden. Wir haben das Ganze über Nacht auf kalt gestellt auf dem Balkon und dann am nächsten Tag konnte das Futter auch schon verteilt werden. Also die kleinen Ausstechformen haben wir dann ins Vogelhaus gelegt und der Meise guten Appetit gewünscht. Am besten könnt ihr diesen Anlass auch gleich nutzen, also das Vogelfutter herstellen und dann könnt ihr gemeinsam ein Lied singen oder euch über Vögel unterhalten oder bei den bisschen größeren Kindern dann schon beobachten, welche Wildvögel denn an die Futterstelle kommen. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Nachmachen, Füttern und Beobachten. Eure Silke und Nina vom Familienzentrum. Tschüss!